Hier draußen wird geraucht und die Scheiße raucht immer weiter. Bis nach ganz oben. Heute ist Freitagabend. Es werden sich in wenigen Stunden wieder zwischen 50 und 70 Jugendliche hier treffen. Die Zirkuskarre ist unser Türöffner. Wir sind da, wir machen Pommes, sind Ansprechpartner für die Jugendlichen. Uns stehen auch zur Verfügung, wenn es einfach größere Probleme gibt. Die Zirkuskarre steht hier am Hotspot der Partyszene in Filderstadt, sondern nämlich an der Pipe. Und wir treffen hier Jugendliche, die sich hier zum Party machen und zum Abhängen treffen. Du musst aber aufpassen, wenn die Bullen kommen, musst du schnell rennen. Verarscht dich, Lara. Okay. Ja, natürlich, Lara. Dass er mich verarscht. Nee, du kannst es so gut vortäuschen. Seit fast 20 Jahren gibt es nun die Zirkuskarre in Filderstadt. Die Kirchengemeinden haben wahrgenommen, dass es viele Jugendliche gibt, die sich nicht einladen lassen und haben beschlossen, einfach an die Plätze zu gehen, wo Jugendliche sich treffen. Wie es Jesus uns auch vorgemacht hat, er hat sich nicht in ein Gemeindehaus gesetzt und gewartet, sondern ist auf die Leute zugegangen. 1999 wollte die Stadt Filderstadt eine Streetwork-Arbeit einrichten und dadurch, dass wir mit der Zirkuskarre schon eine gute Arbeit gemacht haben, bekam die Kirche auch den Zuschlag und seitdem sind wir auch für die Kommune aktiv. Wir treffen hier Jugendliche. Teenies im Alter von 13 bis Mitte 20, die hier sich heute Abend treffen zum Feiern. Und das sind Jugendliche, die ich wahrscheinlich nicht in der Gemeinde oder so getroffen hätte, oder im Jugendkreis, sondern Jugendliche, die es manchmal nicht so einfach haben im Leben, die nicht wissen, wie es nach der Schule weitergeht, die einfach noch ganz schön Orientierung suchen, denen es manchmal auch zu Hause nicht so perfekt läuft. Deswegen treffen sie sich vor allem hier und die wollen wir einfach hier begleiten und denen begegnen. Ich bin öfters mit Freunden hier. Also jeden Freitag bin ich hier, wegen der Anja, wegen den Pommes und weil ich mit Freunden halt gemütlich chillen kann, ohne dass irgendwie Stress oder sonstiges gibt. Korrekte Leute. Die kommen auch auf einen zu, mit Problem, ohne Problem. Dass man so chillen kann und halt mit Leuten treffen kann, ohne dass die Polizei jetzt irgendjemanden, sag ich mal, nett ausgedrückt. Ja, nee, ich will's nicht sagen. Nee. Also mit Anja ist immer ganz gechillt, die ist auch ganz lustig drauf und Tayo ist auch ganz cool, aber mit Feuer glatzen nicht so ganz. Das ist am Anfang gar nicht so einfach gewesen. Man kommt hier ran und muss sich erstmal vorstellen und sich ein bisschen ja, hier einen Namen verschaffen. Wenn man die Jugendlichen eine Weile kennt, dann packen sie auch irgendwann aus und offenbaren einem ihre Probleme, ihre Sorgen, ihre Nöte. Und da muss man einfach dranbleiben und da braucht man oft einen sehr langen Atem und muss die Jugendlichen auch über, ja, oft mehrere Jahre dann begleiten. Ich meine, ich bin auch nicht so groß, dann denke vielleicht erstmal, ich wäre auch ein Teenie von denen. Und aber wenn man Woche für Woche kommt und wirklich zeigt, dass die einem wichtig sind, dann hat man es irgendwann. Aber es dauert echt lange. Wir kommen hierher und wissen eigentlich noch gar nicht, was passiert. Es kann sein, hier stehen 10 Jugendliche, es kann sein, hier stehen 30 Jugendliche, es kann sein, es ist irgendjemand, bricht sich das Bein. Es nimmt einen schon mit, man darf es oft nicht allzu nah an sich heranlassen. Mir persönlich geht es oft so, wenn es sehr junge Leute betrifft, im Alter von 12, 13, 14, dass man da auch nicht einfach abschalten kann und natürlich so manche Geschichte auch mit heimnimmt. Ja. Es ist sehr schwierig, missionarische Inhalte zu vermitteln. Wir können einfach gewisse Dinge vorleben. Vielleicht kann man manchmal nicht mit ihnen beten, aber wenigstens für sie beten. Es ist vielleicht auch manchmal gar nicht so das Reden, sondern mehr das Handeln. Also ich meine, gebt ihnen zu essen, das machen wir auf jeden Fall. Wir schenken ihr Pommes aus, wir nehmen sie an, egal wie sie sind. Und wir wollen ihnen einfach zeigen, dass sie wertvoll sind. Egal, was sie vielleicht abends, morgens in der Schule gemacht haben, egal mit wem sie gerade Stress haben oder sonst was los ist, sondern wir sind da und wir freuen uns, dass sie da sind. Begeistert an der Arbeit, einfach Jugendliche in kleinen Schritten unterstützen zu können, sie auf ihrem Weg ins Leben einfach in der vielfältigsten Weise zu unterstützen. Es ist jeden Tag was Neues und macht unheimlich Spaß. Wenn die schon danach fragen, kommst du freitags wieder, bist Anja, bist du da? Und auch wenn sie hier neue Leute mitbringen, dass sie gleich sagen, hey, guck mal, das ist die Anja von der Zirkuskarre, das ist der Hajo. Die sind hier immer da für uns. Das ist einfach schön, wenn du merkst, die wollen, die schätzen das, die wollen, dass wir da sind. Das gibt einfach viel zurück, weil man dann nicht nur ins Leere arbeitet.
Musik.